Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Google ist dein Freund. Heute mit unseren fantastischen Kandidaten Christian, Sebastian und Jonathan. Schön, dass ihr heute dabei seid und gegeneinander antretet. Und für die Leute, die das erste Mal einschalten, es geht darum, etwas möglichst schnell zu googeln. Und zwar Fragen, die nicht mit einer ganz einfachen und simplen Google-Anfrage direkt beantwortet werden sollten. Also wer kann am schnellsten googeln und dadurch diese Frage beantworten? Es wurde wieder auf die Super-Duper-Mega-Tabelle zurückgegriffen. Also vielen lieben Dank dafür. Was ist denn die Super-Duper-Mega-Tabelle? Ja, ein findiger Zuschauer hat ganz viele Fragen gestellt. Oh, cool. Nice. Ja, also ich habe die auch mal, aber ich habe die logischerweise nicht durchgelesen. Nein, nur zu meiner Verteidigung jetzt schon mal. Hast du ja natürlich gemerkt, wann... Ja, alles. Gisele Bündchen geboren ist oder so. Wir haben, ja, das wäre ja noch eine einfache Sache. Wir haben heute 12 Fragen, die unterteilt sind in Schwierigkeitskategorien. Ja, 3 Stück haben wir haben leicht, mittel und schwer. Und wir beginnen natürlich mit leicht. Habt ihr eure Finger an den Tastaturen? Ja, natürlich. Ich habe meine am Bildschirm. Weil du... Touchbildschirm hast. Touchbildschirm. Nee, weil ich den Bildschirm gerade sauber mache. Ach so. Okay, dann bitte so langsam Richtung Tastatur bewegen. Die erste Frage... Ja, weiter sauber machen. Ja, das finde ich auch. Ja. Also weiter sauber machen. Die erste Frage lautet, und vergesst da nicht zu buzzern, wenn ihr die Antwort wisst, dann zählt es für euch. Was sollte in dem Film Zurück in die Zukunft zuerst als Zeitmaschine dienen und warum verwarf man diese Idee wieder? Wusste ich mal. Scheiße. Also das ist so ein bisschen Behind-the-Scenes-Info. Ich hab gebuzzert. Lol, wieso habe ich das nicht gehört? Also ich habe bei mir gebuzzert. Ja, ich sehe das auch, aber ich habe den Sound bei mir nicht gehabt. Weil du immer weiter geredet hast. Ja, verstehe ich. Ich entschuldige mich dafür, also es müsste dann jetzt ohne gehen. Wir sollen jetzt nicht zu lange... Antwort bitte. Ursprünglich war die Zeitmaschine in einem frühen Drehbuchentwurf ein Kühlschrank. Und warum haben die das verworfen? Das ist noch nicht die komplette Antwort. Ach so, okay. Die verwarfen das Konzept aus Angst, Kinder könnten in Kühlschränke klettern und sich dort versehentlich einschließen. Nein. Das ist ganz schön nett von dir, Sebastian, weil ich hätte jetzt einfach nur gefragt, ist das deine vollständige Antwort? Weil Jay offenbar vergessen hat, wie die Frage war. Alles okay. Gut, die Antwort war dadurch jetzt korrekt. Guck mal, das habe ich gehört. Buzzer nochmal. Jetzt höre ich es auch. Hast du wohl ein bisschen dir zu sehr gerne zugehört. Ja, das ist auch besser so. J-Way of Life, ja. Hast du wohl ein bisschen dir zu sehr gerne zugehört. Okay. Frage 2. Respekt, Jay, hier direkt am Anfang. Frage 2. War schon stark. Wann hatte Discord Nitro seinen Global Release Day? Also ein Datum hätte ich hier gerne. Was ist denn das? Oh, Sebastian. 12. September 2019. Nein, das war so eindeutig, dass es nicht das Eindeutige ist. Was war die Antwort? Stellt nochmal die Frage. Was war die Antwort? Was? Wann hatte Discord Nitro seinen Global Release Tag? Darf ich nochmal drücken? Glaub schon. Nicht, dass ich wüsste. Nein, darfst du nicht. Neuer Moderator, er kann seine eigenen Regeln machen, ja. Ja, dann müsste ich... Was hat er denn gesagt? Ja, er muss auch schon zuhören. Ich kenne die Antwort nicht mehr. Ja. Er hat das vorgelesen, was ganz oben in der Suchvorschlag... Kriegen die anderen einen Punkt dadurch, dass er falsch geantwortet hat? Oder hast du nur den einen Shot und dann kriegt niemand einen Punkt? Ich mach's ohne Minuspunkte. Aber du hast nur einen Shot. Das ist belastend. Ich wiederhole die Frage nochmal, wann hatte Discord Nitro seinen Global Release Tag? Day, wie auch immer. Das benutzt doch eh keiner, aber soll man das ja wissen? Ich weiß auch nicht hundertprozentig, was Nitro ist, ehrlich gesagt. Ja, richtig. Okay, Christian. Ich nehme mal den 13. Mai 2015. Auch diese Antwort hier angeblich. Initial Release, jetzt habe ich es auch gefunden. Bei dir.
Nimm mal Stable Release vielleicht. Weil Stable müsste... Es ist der 1. April 2019, das wäre dumm. Wieso wäre das dumm? Meinst du? Aber der, keine Ahnung. Es gibt ja keine Minuspunkte, ne? Stimmt, es gibt ja keine Minuspunkte. Aber dann darf keiner mehr antworten. Wie lange darf ich denn eigentlich suchen? Soweit ich weiß, gibt's da keine Begrenzung. Als ob ich jetzt suchen darf bis zum Ende, das ist ja mega dämlich. Macht der Moderator, wie er möchte. Du hast da mehrere Lücken. Ich sag einfach jetzt... Kannst du nochmal die Frage vorlesen? Wann hatte Discord Nitro seinen Global Release Tag? Ich habe nur von Discord geguckt. Jonathan. 22. Februar 2018. Ihr kriegt alle keinen Punkt bei der Frage. Ich habe als Antwort hier diese Seite gefunden. Das ist discordia.me/en/nitro. Da steht, Discord Nitro ist ein Premium Subscription Service für Discord. Und das wurde erst als Testing gelauncht 2016 in Australien und dann globally released am 23. Januar 2017. Ja, ich habe auch Januar 2017 gefunden bei Wikipedia, aber da steht halt nicht das genaue Datum. Das ist ein bisschen dumm. Ja. Ja, vielleicht ist Discord Nitro tatsächlich was anderes. Alright, dann Frage 3. Wo starb der erste und einzige heilige Gegenpapst? Was? Was ist das denn? Wo? Ja, das könnt ihr ja mal googeln. Wo starb der erste und einzige heilige Gegenpapst? Christian. Der starb im Kloster Dei Crucifere bei Bologna. Sagen wir mal das Land. Ja, Bologna müsste ja Italien sein. Warte mal kurz. Das ist ja jetzt hier schon wieder behindert. Ich muss das kurz hier gegenchecken. Er war geboren auf Kreta und ist gestorben in Bologna. Wenn wir denn von Alexander dem V. sprechen. Oh. Nee, tun wir nicht. Okay. Die anderen können noch weitersuchen und konnten natürlich gerade die Zeit auch nutzen, um weiterzusuchen. Ja. Das war wahrscheinlich einfach nicht der erste. Es geht hier, glaube ich, auch darum, dass dieser Gegenpapst heilig ist. Also es ging nicht um den ersten, sondern es ging um den ersten und einzigen Heiligen. Heiligen Gegenpapst, ach so. Ja, sonst hättest du da, also bei, jetzt mittlerweile bin ich bei Gegenpapst einfach nur gelandet. Da steht aber nicht viel drin. Ach du Scheiße. Warte mal, was ist die Frage? Wo starb der erste und einzige heilige Gegenpapst? Auf Sardinien. Nein! Korrekt! Scheiße! Ah, ich war kurz davor, ich hab's gerade gefunden. Ich hab überall im Text gesucht und steht's oben im Kopf mit drin, ey. Das ist auch mal selten. Der, Hippolyt von Rom. Hippolyt von Rom, ja genau. Also die Antwort, die gesucht wurde, war Sardinien und nicht Italien. Weil sonst hätte Christian nur fast einen Glückstreffer gelandet. Mhm. Ja. Wen hattest du? Alexander oder so, hast den 5., ne? Der ist 409 geboren worden und Hippolyt ist 217. Ein paar Jahre vorher. Frage 4. Ich habe ja auch Bologna gesagt. Welches Ministerium im Kabinett Trump hatte bisher die meisten Minister, in Klammern sowohl kommissarisch als auch dauerhaft? Sebastian. Innere Sicherheit. Ich würde sagen, das ist nicht das Gleiche. Wie heißt denn das? Oh, jetzt kommt hier Werbung für 1917. Kannst du nochmal die Frage vorlesen? Welches Ministerium im Kabinett Trump hatte bisher die meisten Minister, sowohl kommissarisch als auch dauerhaft?
Jonathan. Verteidigungsminister. Also das Verteidigungsministerium. Das ist korrekt. Scheiße. Der Vereinigten Staaten. Hatte 5. Das Verteidigungsministerium im Kabinett Trump wurde in den ersten beiden Jahren alleine 4-mal neu besetzt. 3 der 5 bisherigen Verteidigungsminister waren dabei nur übergangsweise vorgesehen, bis Mark Esper das Ministerium am 23. Juli dieses Jahres zumindest vorübergehend dauerhaft neu besetzte, des Jahres 2019 übrigens. 8 der 15 und damit über die Hälfte der Ministerien wurden in den bisher 2,5 Jahren schon mindestens einmal neu besetzt. Da möchte ich aber mal einmal hier sagen. Mhm. Cool. Ich bin mir nicht sicher, ob die Antwort richtig ist. Warum? Ich würde eher sagen, das Ministerium für Innere Sicherheit ist die richtige Antwort. Weil ich schicke euch mal diesen Link rein. Der belegt für mich relativ eindeutig, gerade auch nach der Frage von Peter, dass wir 5 Verteidigungsminister hatten, wobei Esper 2-mal drin war. Das heißt, es gab eigentlich nur 4. Das ist richtig. Es geht um die Anzahl der Neubesetzungen, aber okay. Ja, okay, aber du hast genauso auch 5 Neubesetzungen oder 4 Neubesetzungen beim Minister für Innere Sicherheit. Da sehe ich Kelly, Duke, Nielsen, McElhinen und Wolf, wenn ich runter. Ja, das stimmt. Kannst du die Frage also vorlesen? Welches Ministerium im Kabinett Trump hatte bisher die meisten Minister, sowohl kommissarisch als auch dauerhaft? Ja, damit ist... Ja. Beide. Ist richtig. Und dadurch, dass Sepp schneller war, müsste es eigentlich sein Punkt sein. Also, wenn ich das so sehe, oder? Ich sehe das halt falsch, keine Ahnung, aber... Naja, das ist schon richtig. Da sind 5 Leute drin, auch kommissarisch, bei jedem 3 Stück. Ich stimme dir zu. Ja, ich stimme dir seit auch wann zu. Ist denn die die Frage ist, seit 1. November 2019 ist halt der Minister für Innere Sicherheit halt gewechselt. Die Frage ist, wann der Stand dieser Fragen war. Dahinter. Kann natürlich sein, dass das vor... Naja. Ja, der Stand ist tatsächlich dahinter. Ja, deshalb liegt das dann... Nee, also musst du die Frage am ehesten noch rausnehmen. Wieso? Sepp hat ja richtig... Warum? Ja, und? Sepp hat doch eine richtige Antwort geliefert. Okay. Jetzt, wo wir nachgeforscht haben. Ja. Verteidigungsministerium wäre dann halt auch... beide halt 5. Okay, also geht hier der Punkt an Sebastian. Haben wir aktuell Sebastian 2 Punkte in Führung, dann Jay 1 Punkt und dann Christian 0. Ich meine, ich Kaba Pluspunkte heute krieg. Ja, guck mal, ich habe mich bei dir in der ersten Frage, habe ich dir auch was Gutes getan. Ja, aber weil du Karma, dumm warst. Nee, das Karma, das gibt dir einfach auch was zu. Wir kommen in die mittlere Schwierigkeit jetzt. Ja, wann? Aber einfach war ich schon so gut. Ja, vielleicht steigst du jetzt, vielleicht geht's jetzt besser voran. Wann lud Jay das Bild von seiner Switch mit dem Kommentar 15 Uhr geht's los, schnell die Switch aufbauen, auf Instagram hoch? Wann lud Jay das Bild von seiner Switch mit dem Kommentar 15 Uhr geht's los, schnell die Switch aufbauen, auf Instagram hoch? In den Stories? Nee. Scheiße, ich muss mich einloggen hier! Kann ich mir die Seite nicht mehr angucken? Nee, ich kann auch nicht Instagram gucken. Wieso könnt ihr Instagram nicht gucken? Ja, weil du dich einloggen musst. Weil du dich einloggen musst. Wir können nicht auf Instagram. Okay, ihr dürft hierfür ausnahmsweise euer Handy benutzen. Oh Gott, ey. Da seid ihr ja alle eingeloggt. Da sehen das ist ein Vorteil. Wieso? Ja, weil er direkt in seinem Profil ist und ich erst bei ihm suchen muss. Wann war denn das? Ja, das weiß ich auch nicht. Ihr müsst jetzt halt mal so durchscrollen. Nee, das sieht doch dann keiner. Also. Das ist egal. Ja, das ist richtig. Ihr könnt aber trotzdem die richtige Antwort geben. Jay, wann war denn das? Kannst du die Frage nochmal vorlesen? Wann lud Jay das Bild von seiner Switch mit dem... Ja, Jonathan? Ja, 6. März 2017. Ja, das ist richtig. Das war Zelda. Nichts mit Pokémon Zelda zu tun, Mann. Lieber Christian. Das ist ein Pokémon gewesen. Hältst du da eine Switch in die Kamera oder irgendwie sowas? Da habe ich meine Switch ganz groß. Das war der Kauftag, der Release-Tag damals von der Switch, wo ich so gehypt war auf Zelda. Ja, okay. Nur um dann enttäuscht zu werden. Schlecht Zelda. Gealtert das Video, das Bild. Okay, wieder Finger an die Tastatur bitte. Ah, beim nächsten müsst ihr euch hoffentlich nirgendwo einloggen. Sehr weit unten. Frage 6.
Was war im Jahr 2018 die vierthäufigste gesuchte Wie-Frage von Google-Nutzern aus Deutschland und in welchem Bundesland wurde sie am häufigsten gesucht? Ich wiederhole. Was war im Jahr 2018 die vierthäufigste gesuchte Wie-Frage von... Oh, lol, Jay. Wie heißt dieses Lied? Ich wiederhole die Frage nochmal. Was war im Jahr 2018 die vierthäufigste gesuchte Wie-Frage von Google-Nutzern aus Deutschland und in welchem Bundesland wurde sie am häufigsten gesucht? Hast du dich. Guck ich denn danach, wo die in welchem Bundesland sind? Warte. Hast du dich. Welches? Deutschland? Was war im Jahr 2018 die vierthäufigste gesuchte Wie-Frage von Google-Nutzern aus Deutschland und in welchem Bundesland wurde sie am häufigsten gesucht? Kunden? Wie heißt die Mutter? Fuck! Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Schleswig-Holstein. LOL? Okay. Ich weiß gar nicht, wonach man sucht. Also ich habe hier die Seite auf und da steht 100 Schleswig-Holstein. 2018? 2018. Ich habe die Seite jetzt auch aufgemacht. Bei dir steht Schleswig-Holstein? Bei mir steht auch Schleswig-Holstein, in meinem Text steht aber nicht Schleswig-Holstein. Das ist natürlich dann, kann man ja nicht so googeln, wenn das nicht so da steht. Das ist Interesse nach Region. Heißt das, da wurden die das, ja wahrscheinlich heißt das, da wurden die das häufigste Mal gesucht, wa? Ja. Oder verstehe ich das gerade falsch? 100% ist doch das Interesse in der Region Schleswig-Holstein. Suchinteresse 100. Also. Am höchsten. Ja. Ja. Also, Sepp, ich würde sagen, das ist ein Punkt für dich und wir haben hier einfach eine fehlerhafte Information. Vielleicht? Nee, hat sich das geändert noch? Nee, kann ja eigentlich nicht. Nee, kann ja nicht. Kann sich nicht geändert haben. Ich bin nämlich über das Jahresrückblicksvideo von YouTube gegangen, was wir uns angeguckt haben. Da waren die nämlich drin, ey. Das ist. Wie bist denn du so schnell da hingekommen, Jay? Ich habe einfach bei Google wie eingegeben. Nee, Google wie. Und dann kam das vierte ist, wie heißt dieses Lied? Ah, okay. Okay. Und dann habe ich einfach das getippt, weil ich gar nicht mehr drauf geachtet habe, was dann noch drumherum war. Ja, gut. Okay. Wieso hast du mich, Jonathan? Das habe ich mich jetzt noch gefragt. Weil ich mir. Nee, ich hasse dich nicht. Ich hasse dich nicht, aber ich hasse dich. Ich schon. Okay. Okay, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Ab welchem Level erhält der Barbarenkönig aus dem Mobile Game Clash of Clans einen vergoldeten Schulterpanzer? Was? Wow. Nein! Christian! Ab Level 20. Das ist richtig! Dann habe ich auch noch in der Vorschau gesehen. Ich habe auf den Scheißbeitrag geklickt. Ja, da bin ich drauf. Ab Level 20 bekommt er einen vergoldeten Schulterpanzer. Oh Mann! Genau! Absolut korrekt. Wow, das ging ja super schnell. Nicht schlecht. Ja, das steht direkt oben im Text. Scheiße. Nice. Okay. Frage 8. Wie lautet die Quersumme aus der Summe der Anzahl der Monde von Uranus und Neptun? Also, wie lautet die Quersumme aus der Summe der Anzahl der Monde von Uranus und Neptun? Was? Kannst du es nochmal bitte wiederholen? Wie lautet die Quersumme aus der Summe der Anzahl der Monde von Uranus und Neptun?
Monde um Neptun? Neptun-Monde, Anzahl lässt sich nicht genau sagen. Ach so. Das ist aber blöd. Wir haben ja eine Seite als Quelle, die sich da selbstbewusster festlegt. Okay, Jonathan. 14. Nein. 27 Monde Uranus, 14 Monde Neptun. 2 plus 7 plus 1 plus 4 sind für mich. Ja. Okay, 14. Ja, das mag sein, ist nicht die richtige Antwort. Ich kann die Fragen gerne nochmal vorlesen. Wie lautet die Quersumme aus der Summe der Anzahl der Monde von Uranus und Neptun? Oh nein! Ist das dumm? Ich bin so entverwirrt mit was für Monden wir gerade hier händeln. Na gut, Jay hat eine gute Vorarbeit geleistet, sag ich jetzt mal. Ja, aber dem habe ich auch nur so halb zugehört, weil ich währenddessen weitergeguckt habe. Ja, Ja, Christian. 5? 5 ist die korrekte Antwort. Kannst du mir die Herleitung sagen? Ich bin okay, immer pass 14 auf. Also 14 plus 27 sind 41. Ja, aber wo kommen denn 14 und 27 her? Ja, im Artikel steht einfach, es sind 14 Neptunmonde bekannt und bei Uranus 27 Monde sind bekannt. Ah. Genau, du musst die Mondenanzahl herausfinden, okay. Die dann addieren und davon die Quersumme. Ja, 41 okay. 41 ist 4 plus 1. Ich habe, glaube ich, nicht mitbekommen, dass es sich um zwei Planeten und deren Monde handelt. Wie häufig soll ich die Fragen denn vorlesen? Ja, ohne Scheiß, ich stand einfach auf dem Schlauch. Okay, whatever. Mann! Und Jay hat ein Problem, auch die Fragen zu bei mir, verstehen. Bei mir kann man dieses GIF einfügen, so mit diesen Mathematikformeln. Ja, die so du nuschelst so rum. Ach komm, ich bin... Nee. Oh. Doch. Ey, Peter, ich kann dich die ganze Zeit nicht verstehen. Kannst du mal bitte ein bisschen deutlicher reden? Also ich versuche wirklich jetzt laut mach. Und deutlich ja, zu reden. Ja, mein Gott, ey, ich bin triggert. Das hab ich nicht verstanden, Peter. Ja. Okay, wir kommen jetzt in die Kategorie schwer. Aktueller ja, Punktestand geil. Ist, Jonathan und Christian haben 2 Punkte und Sebastian hat 3 Punkte. Es sind noch ein paar Fragen. Das ist jetzt die 9. So. Ach, aufpassen. Welchem Abgeordneten gratulierte der deutsche Bundestagspräsident zu Beginn der Plenarsitzung vom 16. Mai 2019 zum Geburtstag? Welchem Abgeordneten gratulierte der deutsche Bundestagspräsident zu Beginn der Plenarsitzung vom 16. Mai 2019 zum Geburtstag? Ich habe so einen Scheiß geschrieben. 16. Mai war das, ne? Welchem Abgeordneten gratulierte der deutsche Bundestagspräsident zu Beginn der Plenarsitzung vom 16. Mai 2019 zum Geburtstag? Gucke ich mir schon mal die Quelle an. Christian hat eine Antwort. Dem Abgeordneten Johannes Röhring. Das ist absolut korrekt. Bundespräsident Krass. Schäuble gratulierte in der 101. Sitzung der aktuellen Legislaturperiode am 16. Mai 2019 dem CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Röhring zu seinem 60. Geburtstag, bevor er die Tagesordnung verlas und die freie Aussprache eröffnete. Ich habe auch gerade. Findet man im Plenarprotokoll. Genau. Boah, da hätte ich lange von gebraucht. Das ist tatsächlich die allererste Seite, der allererste Punkt. Glückwünsche Adam. Zum Geburtstag. Ich hab die Bundestagsliste aufgemacht. Ich suche gerade Johannes Röhring. Ich hab am sehr Anfang, groß. Deswegen musste ich so lachen. Das die Scheiße. Ich hab einen Bundestagspräsident etwas. Da stand immer mit Bundestagspräsidentin. Ja, man verschreibt sich da gerne. Naja. Okay, nächste Frage. Frage 10. Wir haben noch 3 Fragen und aktuell konnte Christian aufschließen. Er hat jetzt mit Sebastian Punkte Gleichstand. Frage 10. Wie heißen die beiden Großväter von Frodo Baggins / Beutlin, dem Hauptprotagonisten aus Herr der Ringe, mit Vornamen? Wie heißen die beiden Großväter von Frodo mit Vornamen? Das ist jetzt belastend.
Also, er noch heißt. Nochmal die Frage. Wie heißen die beiden Großväter von Frodo Baggins oder Frodo Beutlin, dem Hauptprotagonisten aus Der Herr der Ringe, mit Vornamen? Ach du Scheiße. Ja, das ist. Alter, ist das crazy. Was? Die beiden Großväter? Ja, er hat ja zwei Großväter. Ja, nein. Christian. Fosco und Gorbadok. Das ist korrekt! Nein, das ist korrekt. Auch gerade Christian. Gorbadok. Christian, ja, der wahrscheinlich der Vater der Mutter. Brandyborg ist mal das. Ja. Also Fosco ist halt die Beutlin-Linie und Gorbadok ist die Brandyborg. Also, Mann, ich lese dir mal ganz kurz vor. Hier. Das Mittelalter-Universum von Tolkien umfasst mehrere hundert, vielleicht sogar tausend verschiedene Charaktere, von denen man nur einen Bruchteil kennt. So kann man zum Beispiel den Stammbaum von Frodo Beutlin durchaus bis zu seinem Ur-Ur-Ur-Opa zurückverfolgen und über 150 Charaktere finden, die mit ihm irgendwie verwandt sind, wie auch seine beiden Großväter. Frodos Vater, Drogo Beutlin, war eines von drei Kindern von Fosco Beutlin und Rubinia Beutlin. Seine 12 Jahre jüngere Frau Primula Beutlin ist die jüngste Tochter von Gorbadok Brandybok und Mirabella Brandybok. So sind Fosco und Gorbadok die Vornamen von Frodos Großvätern. Not bad, Christian. Das war Frage. So klar, gib es gar nicht. Was gibt es nicht? Jay ist immer noch nicht da. Nee, ich finde das auch nicht. Oh, Scheiße. Gorbadok. Ich habe einfach also nach Gorbadok Frodo ist der Baggins, Vater. Gorbadoks Stammbaum habe ich gesucht. Ja, das war smart. Gorbadok Brandybok ist der Vater von Frodos Mutter. Und der erste, ich würde nicht den ersten Link nehmen, das war völlig unübersichtlich. Das Fandom ist das. Zweite. Da hast du dann ein Bild, da kannst du das machen, ist die Mutter. Primula Beutlin, habe ich dir gerade nochmal geschickt. Ja, Primula Brandybok ist die Mutter von Frodo Beutlin. Ja, die war wahrscheinlich geborene Brandybok, ja, nehme ich mal an. Und dann guckst du, okay, dann ist der Großvater logischerweise Fosco. Und dann muss ich die Mutter von, ja, okay, alles klar. Okay, Jay ist auch nicht da. Haben wir ihn glücklich gemacht. Das ist super schwer, das rauszufinden. Leck mich am Arsch. Okay, kommen wir wieder. Oh Gott, okay, ich lese mal die 11. Frage vor. Wie starb der letzte amtierende Papst im bisher einzigen Vier-Päpste-Jahr der römisch-katholischen Kirche? Wie starb der letzte amtierende Papst im bisher einzigen Vier-Päpste-Jahr der römisch-katholischen Kirche? Lass mal das Vier-Päpste-Jahr finden. Genau. Muss man das auch noch richtig schreiben? Der letzte. Wie starb der letzte amtierende Papst im bisher einzigen Vier-Päpste-Jahr der römisch-katholischen Kirche? Hey, wo ist denn das Vier-Päpste-Jahr? Jonathan. Schlaganfall. Das ist geraten, oder? Ja. Also, das stimmt auch nicht. Zumindest die Info, die ich hier habe, sagt was anderes. Wann war denn das Vier-Päpste-Jahr? Christian. Im Hitzeschlag. Auch nicht die Info, die ich hier habe. Da, vier Päpste, ja. Okay, Sepp. Vier Päpste, ja. Ich gebe dir jetzt noch eine Minute. Steht denn, wer hier wer ist? Ich lese das selber gerade nochmal nach. Das ist gar nicht so leicht. Ja. Alter, das ist ja mega witzig. Also witzig ist eigentlich nicht. Das ist schon lustig.
Ja, ist schon. Also ich weiß zumindest mittlerweile, um wen es sich handelt. Ja, ich noch nicht. Weißt du auch, wie er gestorben ist? Du hast nur 20 Sekunden, Sebastian. Zehn. Der Hitzeschlag hatte 9, Christian, ne? 8. 7. Ja, 6. 5. Altersschwäche. Nein. Ja. Von herabstürzendem Gemäuer. Richtig. Denn was ist denn das? Wo steht das denn? Ja, überhaupt gewesen. Also ich habe einfach die Frage abgetippt und da gab es tatsächlich einen Artikel, in einem Jahr gab es sogar 4 Päpste, da kam man relativ schnell auf 1200 irgendwas. Und dann habe ich leider den dritten, der ist an ja, genau. gestorben. Wer war denn der Päpste? Johannes der 21. Oh nein, dann wäre der das gewesen. Ich lese mal vor. Bisher gab es in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche 13 oder 14 Drei-Päpste-Jahre, also ein Jahr, in dem drei Päpste amtierten. Das letzte 1978, in dem Papst Johannes Paul I. dem verstorbenen Papst Paul VI. Auf den Heiligen Stuhl folgt. Er selbst starb jedoch bereits 33 Tage nach seinem Amtsantritt, sodass nach einer neuen Wahl Johannes Paul der zweite Papst wurde. Jedoch das einzige Vierpäpstejahr war 1276 mit Gregor dem 10., Innozenz dem 5., Hadrian dem 5. und Johannes dem 21. Der letzte amtierende Papst in diesem Jahr, Johannes der 21., wurde am 8.9.1276 durch das Konklave gewählt und starb am 20.05.1277 an den schweren Alter. Verletzungen durch eine herabstürzende Decke seiner Privatbibliothek in Viterbo, 80 Kilometer nördlich von Rom. Ich habe genau dieselbe Zeit drin. Ich habe nur mit Innozenz angefangen, bis Nikolaus dem Dritten, weil das für mich Jahre, ein Jahr war. Ich habe nicht auf die andere 76 von Gregor den 10. geachtet. Ah, belastend. Bei mir war Nikolaus der Dritte. Ja, ganz schön lustig, dass die so einen krassen Verschleiß haben, wenn die halt immer Leute nehmen, die halt sowieso schon... Ja, die ja schon aber guck mal, da wird der vom Mauerwerk erschlagen. Also im Jahre 1200, ja, der war wie viel, 72. Also ich glaube, das ist für die Zeit schon richtig alt. Schon richtig kurz vor knapp, ey. Also das ist schon richtig krass für die Zeit, dass der überhaupt so alt geworden ist, ist schon ein Wunder fast. Ja, und naja. Übrigens war das gar nicht Johannes der 21. Witzigerweise habe ich dann noch nachgelesen. Die haben sich wohl verrechnet. Der war eigentlich erst der 20. Johannes. Aber der heißt dann mit den falschen Zahlen weitergerechnet. Das weiß ich nicht. Mega nice. okay. Das ist aber schon ärgerlich, ey. Da ist auf jeden Fall Gott gepriesen, wenn man so in seiner Bibliothek von herabstürzendem Gemäuer erschlagen wird. Allerdings. Nee, die Bauweise war wohl nicht die beste. Okay, letzte Frage kommt jetzt. Christian führt mit 4 Punkten, dann kommt Sebastian mit 3 und dann Jonathan mit 2 Punkten. Ja, nice. Frage 12. Wie lautet der exakte Titel des ersten Videos auf dem Hauptkanal von Pete's Meat in 2019? Wie lautet der exakte Titel des ersten Videos auf dem Hauptkanal von Pete's Meat in 2019? Mein Internet ist so langsam. Hallo! Öffnest du mal? Keine Ahnung. Wo gucke ich denn so was nach? Scheiße! Hallo? Rufen Sie die Seite auf! Wieso gab es da noch keinen Uploadplan? Psst. Erster 2019, ne? Wie lautet der exakte Titel des ersten Videos auf dem Hauptkanal von Pete's Meat in 2019? Scheiße. Wie soll man so was nachgucken? Also ich versuche halt gerade über unsere Webseite rauszufinden und laut unserer Webseite haben wir am 01.01.2019 nur 2 Videos hochgeladen. Kann irgendwie nicht. Warte. Nein, jetzt zeig mir doch.
Oh, YouTube! Nee, ich will nicht das Video gucken. Hä, wieso werden die denn immer älter? Oh, warte mal. Sebastian! Jay wird gezwungen, Monopoly zu spielen. Das ist korrekt! Ja! Alter, war das schwer, ey. Auf pizmeet.de habe ich rausgefunden, dass Monopoly um 12 Uhr kam. Und ja, dann es gab nämlich YouTube, einen Uploadplan am 1.1.2019. Genau, und dann habe ich aber auf YouTube geguckt. Aber wenn ich auf der geguckt, Seite nach Uploadplan suche, findet er keinen. Ich habe den über die Google-Suche gefunden. Und dann habe ich halt auf YouTube die Playlist von Monopoly durchgeguckt, welches denn am 1.1. rauskam. Alter, ey. Das ist korrekt. Und das ist, Jay wird gezwungen, Monopoly zu spielen. Inhalt des Videos, Jay geht nach 47 Minuten bankrott und ist salzig. Steht hier noch in der Antwort. Damit konnte Sebastian ausgleichen mit Christian. Wir haben einen Endpunktestand von Christian 4 Punkte, Sebastian 4 Punkte und Jonathan 2 Punkte. Aber hey, da geht's Jay, das ist noch dein erstes Mal dabei und dafür 2 Punkte zu holen, ist auch schon sehr ordentlich. Gelernt. Ja, das war sehr lustig, sehr cool. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und hoffentlich auf bald bei der nächsten Folge. Google ist dein Freund oder all die anderen Formate. Haut rein. Tschüss. Tschüss.